Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Runes of Magic Let's Play. Wir machen einen neuen Charakter. Und jetzt bin ich gerade am Überlegen. Schurke. Druide, Barbar. Barbar ist auch defensiv, oder? Das ist sehr defensiv. Ich hätte gedacht an Damage-Dealer, also Kundschafter. Okay, von der Kleidung her sehr interessant. Krieger. Könnten mit Krieger beginnen. Sieht irgendwie klein aus. Kann man den nicht größer machen? Man kann die Größe nicht einstellen, okay. Ich könnte einen Elf machen. Elf Krieger. Wie soll ich ihn nennen? Geht, Sepiro. Schreibt man das? So. Ich muss mal kurz schauen, wie man das schreibt. Scheinbar schon so. Ja. Okay. Zweimal PH. Frisur. Sephiroth ist das Final Fantasy VII. Ein ziemlich nice Kämpfer, also mit einem riesen Samurai-Schwert. Ich schaue mir gerade mal irgendeine Frisur von Sephiroth. Ja. Sieht mir ein bisschen zu weiblich aus für Sephiroth. Es ist vieles sehr weiblich gehalten, habe ich das Gefühl. Ich hätte gerne irgendwie so eine mega coole Frisur, aber nicht so Manga-artig. Ich bin nicht so Manga-Fan. Auch vom Spieltyp bin ich nicht so der Fan, aber ich liebe es einfach andere Spiele auch zu spielen, wo ich jetzt nicht so Fan bin. Kann man das irgendwie zoomen? Nö, scheinbar nicht. Na doch, hier. Okay. So wäre doch nice. Nee, ich will ihn unbedingt. Ja, genau! Pflanzen! Barbie. Ken. Ich bin Ken. So ist auch nice. Irgendwie mag ich diese Frisur. Ist aber auch sehr weiblich. Gibt's nur weibliche Frisuren? Hey Gott, die Elfen sind so richtig tunzig, schwuchtelig. Sorry, aber das ist auch nice hier. Okay, ich glaube, die wäre gut gewesen, oder die. Ja, das passt am besten auch, wenn ich nicht so gerne so weiblich. Also weiße Augen gibt's nicht. Dann graue Augen. Und das andere Zeugs, das lasse ich mal aus. So. Kein Gnen mehr beginnt. Existiert schon. Hat Sebirov noch einen Nachnamen? Nicht? FF7. Genau. Was ist 7 römisch? V2, oder? V11. Ich glaube, oder? 8 ist X. 2 I X. V. V3, oder? V I. Ja. Yeah! Final Fantasy, wir spielen jetzt Final Fantasy 14. Ja, dort würde wahrscheinlich alles, Sephiroth mit irgendwas, alles schon besetzt sein.
Ja, ich dachte gerade an, ich würde auch gerne mal Final Fantasy 14 zeigen, aber ja gut, ich muss das Add-on noch kaufen und dann monatlich noch bezahlen. Vielleicht ist es noch ein bisschen zu früh. Was ich machen möchte, ist eventuell World of Warcraft Classic mal zu spielen. Wenn ihr Lust habt, habe ich sicher auch Lust. Oder halt kostenlose Spiele. Könnten mal Terra spielen, auch wenn ich das irgendwie überhaupt nicht so mag. Ja. Wir machen das Einführungsgebiet, auch wenn es hoffentlich, ja, doch gefixt ist. Also die Zwerge wurden irgendwie gar nicht so irgendwie, ja. Da will jemand eine Gildenanfrage machen, aber ich bin noch nicht bereit für eine Gilde. Oh, ist das schwer. Das muss man jetzt machen. Ah, es geht automatisch. Ui. Wow, gut gemacht. Also dann haben die Zwergen kein Tutorial. Nur ganz wenig Quests, die Tutorial sind. Ui, 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 ui. Oh, die Pilze sind durchlaufbar. Ah, cool. Ich hänge fest. Hi. Hallo. Ich war auf dem Pilz. Die Pilze sind einfach nicht da. Man kann durchlaufen. Ich hab's schon gemacht. Ist er nicht Rechtsklick? Ja. Rechtsklick ist doch besser zum Anreden. Oh, cool. Gut gemacht. Lol. Was ist denn da ein Hund? Sah eher aus wie ein Alien. Jo. Okay, das wusste ich ja nicht. Also dann klopp ich mal aufs Dach. Also, wieso kann ich jetzt nicht angreifen? Greif an. Ha! Ich bin stärker. Und da haben wir schon einen anderen Skill, also Hieb. 25 Zorn haben wir nicht. Angriffsgeschwindigkeit und so. Machen wir doch das mal. Ich hab noch drei Leben. Nein. Jetzt muss ich Angst haben. Also es ist natürlich schon echt für Anfänger gemacht. Also das Kampfsystem ist zum Beispiel mal extrem einfach. Und wieso hau ich ab, wenn ich brenne? Ich geb dir volles Pfund aufs Maul. So. Direkt mal den Hauptangriff. Alle gestorben. Okay. Also die Übersicht ist nicht so gut, aber das Kampfsystem und so ist mega einfach. Und das ist eigentlich schon, ja, nicht so für meins, weil ich natürlich schon sehr erfahrener Zocker bin. Aber so für Neulinge, die noch kein einziges MMORPG gezockt haben. Das ist natürlich schon ein gutes Tutorial. So, und jetzt haben wir ein Pferd. Sieht also, als würde es von Barbie reitet Pferde sein oder so. Okay. Tutorial haben wir geschafft. Jetzt haben wir keinen Questgeber, der nicht da ist. Und scheinbar ist der Krug direkt neben einer Frau. Da möchte ich gerade noch mal kurz schauen. Tut mir leid, dass ich da gerade ein bisschen unterbreche. Aber das muss ich natürlich auch noch sagen. Weil, Dankeschön, YouTube, dass du gerade nicht lädst. Wie lange braucht es, um YouTube zu laden? Gerade. So. Also, an Sven Benz, ein herzliches Dankeschön.
an die Tipps und an Xomodo für die Lobs und ja, sagt so zum Beispiel, was er denn gerne, was er denn toll findet an Runes of Magic. Dafür tolle Musik, liebevolle gestaltete Orte und NPCs und Nostalgie. Nimm einfach die Klasse, die dich am meisten anspricht. Also ich bin eher der Krieger, der volles Pfund aufs Maul macht, als der, der von hinten irgendwie aufräumt. Deshalb habe ich jetzt Krieger gewählt. So. Hallo, neue Elfen-Champion. Ihr seid eingeladen an der Prüfung der Akademie des Tal des der Verbrei Ich kann das nicht lesen, das ist zu dick. Tals der Vorbereitung teilzunehmen. Ich bin Gangung Han, ein Meister dieser Akademie. Meine Aufgabe ist es, Neuankömmlingen die Akademie vorzustellen. Als nächstes solltet ihr einen Prüfmeister besuchen und einige Dinge, die ihr wissen müsst, lernen. Anschließend werdet ihr nach einer Reihe von Quests endlich euer Champion-Zertifikat erhalten. Okay. Kann man irgendwie die Schrift kleiner machen? Machen wir mal Autoverfolgung an. Automatisches Einsammeln können wir auch mal ein bisschen anmachen. Gegnernamen. Distanz 200. Hier kann man die Aktionsleiste kleiner machen und so. Ich lasse es mal so. Und dafür das, das ist auch das. Dafür, ja. Aktionsliste. Was ist das? Kann man die echt noch dazu machen oder so? Okay, sind leider nur leere Felder verstecken. Nee. Nachrichten. Aber weltweit, ja, mach ich mal auch mal an. Kanal wechseln? Nö. Charakteranzeige. Klasse. Ja. So, versteht ihr, ihr seid nicht nervös, seid nicht ungeduldig. Atmet tief durch. Lasst mich fortfahren, euch die Akademie vorzustellen. Ja, ich kann es nämlich nicht so gut vorlesen, weil es einfach zu groß ist. Ich da gar nicht nachkomme mit Schauen. Dürft gerne stoppen und mal vorlesen. Also für euch mal lesen. Aber es ist, ja. Ich bin halt nicht so, wegen meiner Krankheit halt ein bisschen eingeschränkt bei solchen Sachen. Also Schneider brauchen wir nicht. Wir brauchen cool, wir haben drei Taschen bekommen. Für was brauche ich diese Pyrus-Muscheln? Lass ich mal so im Inventar. Wir haben Level 2 übrigens noch. Kettengürtel. Ein Sattel? Für einen Tag. Das ist das Pferd, das wir reiten jetzt momentan. Okay. So. Was als nächstes? Ich möchte ein bisschen craften oder so. Also, wir haben ja nicht craften können im zweiten Part noch. Und im ersten. Also jetzt auch wieder stoppen und vorlesen, wenn ihr, also lesen, wenn ihr natürlich lesen wollt. Aber ich sollte auch wissen, was ich machen muss. Und wo sind Flachwasser? Also diese Anzeigen hier, die aufploppen, sind ein bisschen unschön. Aber ich habe ja, glaube ich, Maximum Entfernung. Jungmolch.
Ah ja, es gibt Add-ons scheinbar bei Twitch. Die werde ich dann im nächsten Part mal ja, installieren. Sobald ich es finde, natürlich. Aber ja. Ich kenne mich bei Twitch noch nicht so raus. Also ich komme nicht so noch nicht so raus. Nur so Minecraft-Mods kenne ich mich ein bisschen aus. Okay, das ist für nichts. Ich dachte, man muss etwas benutzen. Talentpunkte, wow. Eine Waffe. Lieber Ausdauer als Weisheit, oder? Dann werden wir die anderen Quests auch noch annehmen. Und zum Rüstungshändler, der ist direkt hier. Die zweite Quest also noch abgeben. Muss nicht abhauen. Wenn du abhaust, wird es unterbrochen. So. Das Spiel macht sich irgendwie ein bisschen selber schlecht. Indem es einfach NPC platzieren, die laufen und das Fenster sofort abgebrochen nach einem Meter wird. Deswegen ist es ein bisschen, ja, schlecht gemacht. Hä? Aber es ist ja eigentlich ziemlich ja, hochqualitativ, das Spiel, hätte ich jetzt nicht gedacht. Wo ich das letzte Mal gespielt habe, habe ich da noch eher ein bisschen negativer gedacht als jetzt. Also es ist scheinbar gut gehalten für mich. Aber das Spiel ist wahrscheinlich für ganz geringe Auflösungen gemacht. Die Schriften sind viel zu groß. Und ja, gibt es eigentlich Ultra HD? Dann mache ich doch lieber auf Ultra HD für dieses Spiel. Ja, es geht. Soll ich das jetzt gleich mal machen? Passiert aber nichts. Es passiert einfach nichts. Es gibt keine Auflösungen. Diese verschiedenen Auswahlen, die funktionieren einfach nicht. Es bleibt bei 800 mal 600. Es funktioniert einfach nichts. Vielleicht im Vollbildmodus, ja, aber dann habe ich ja immer lange Blackscreen für euch. Bis es das auch bei OBS endlich mal umschaltet. Das geht so lange, weil irgendwie die Engine halt OBS ein bisschen überfordern. Okay, in die Richtung. Also hier zurück abgeben, aber hier oben muss noch einer sein. Das nervt ein bisschen, oder? Meister. Also ich weiß jetzt gar nicht, was ich so erzählen soll, weil ich jetzt gerade ein bisschen noch im Questen bin, sozusagen. Und die Quests sind ja jetzt nicht so viel zum Erzählen. Da. Wo sind denn diese Fleißkurs? Das verstehe ich irgendwie nicht. Wir gehen jetzt mal hier zurück. Und ja, im nächsten Part werde ich dann hoffentlich das Add-on haben, wo man sieht, wo man hin muss. Das ist ein bisschen blöde gemacht. Dort drüber müssen wir noch gehen. Also einmal um den Baum. Ein kranker End, okay. Ein bisschen rauszoomen, wieder ein bisschen zu nah am Charakter. Lust mal ich. Ja, die sind nirgends, hä?
Werkholz. Ja, aber wo ist Holzfällerausbilder? Ganz hier oben hin. Weißes Killerkarnickel. 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 Boah, das ist stärker als jeder andere Gegner, den wir bisher gefunden haben. Müssen wir unbedingt noch buffen. Okay, Zinkerz. Diesen Zinken mal abbauen. Da, okay. Voll der Zinken. So. Kann man irgendwie. Das ist eine Ankündigung. Nix. Okay. Item Shop. Gucken wir kurz in den Item Shop. Nix. Okay, Item Shop ist weg. Ihr dürft nichts mehr kaufen. Jetzt hätte ich mal Lust, wirklich Geld für ein Spiel auszugeben, und dann bietet es einfach mal keinen Item Shop an. Ah, jetzt, okay. Dankeschön. Aber für was brauchen wir einen Schlüssel? Also, man muss Event-Schatztruhen auch noch mit einem Schlüssel aufmachen. 25. Tägliche Treuebonus. Kostenlos abholen. Ja, täglich und 9 Stunden kann ich schon das zweite Paket aufmachen. Okay, dann gehe ich heute Abend nochmal rein. Oder ich habe ja schon 2 Tage gespielt. Ich glaube, zwischen der ersten und dem zweiten Part habe ich einen Tag Pause gemacht. Ich hasse solche Sachen, wie zum Beispiel tägliche Treuebonus. Ich mag solche Sachen nicht. Da muss man immer ständig im Game sein. Da kann man nicht mal Ferien machen. Mein Item Depot. 15 Minuten. Ich lasse das hier drehen. Vergammeln. Ich lasse es einfach vergammeln. Ah, das sind andere Spieler. Schuppe. Hey, zeig dich mal. Magier Level 2, okay. Ein Spieler! Juhu! Da müssen wir, glaube ich, ins Haus, oder? Oh Gott, wie man einfach die Treppe nicht richtig hochkommt. Aber. Also. Dann haben wir hier hinten noch etwas an der Seite vom Baum. Kann man irgendwie rennen? Ich möchte rennen können. Ist das irgendwo hier Holzfäller? Ich suche den Holzfäller. Wie der Erz, der Miner beim Zwerg, suche ich den Holzfäller jetzt schon hier. Ich möchte endlich beginnen. Wie die Schrift einfach groß wird. Und dann wieder klein. Die Kleinen kann man kaum lesen und die Großen kann man zu gut lesen oder wie? Oder zu schlecht dann wieder. Andere Seite. Naja. Ich bin ein bisschen am Nörgeln, weil ich halt auch ein bisschen zu verwöhnt bin von anderen Spielen. Aber dennoch ist es mega gute Qualität eigentlich, aber immer einfach nicht so für mich. Also ja, mega gut, ehrlich. Aber gut. Je nachdem, je nach Ansicht, dass ihr seht, dass ich jetzt nicht so begeistert bin. Aber dennoch ist es schon echt motivierend, weiter zu spielen. Also ich gebe dem Spiel sicher eine Mega-Chance.
dass es noch besser ist, noch besser wird. Weil im Endgame es sicher bessere Qualität ist als ein Tutorial. Also ich tue jetzt mal alle Quests durchmachen, einfach kaum irgendwie lesen, aber damit wir schneller vorwärts kommen. Aber es ist schon ein bisschen langweilig, oder wie soll ich sagen? Es hat einfach kaum etwas passiert noch. Wenig Action da ist. Aber daran muss ich mich gewöhnen. Ich kann jetzt nicht direkt an Regnum anschließen. Das Spiel ist schon komplett anders. Aber in Regnum bin ich so motiviert, langsam zu farmen, zu craften und so, auch wenn es mega grinding ist. Das Spiel ist da zwar auch grinding, aber ja, schon viel besser als Regnum. Ja, habe ich ja. Für diese Sache nicht schon. Ja. Ah, Yoda. Das ist Yoda aus Star Wars. Cool. Ja. Nochmal aufmachen. Das auch noch aufmachen. Ah, ein Taschentuch bekommen wir auch noch. Sehr schön. Das auch noch aufmachen. Dieses Spam. Schlagrune. Okay. Noch mehr. Meisterpaket. Ein bekanntes Geschenk. Uff, ich habe keinen Überblick mehr. Ich will aber das Taschentuch benutzen können. Aha. Überall Quest. Okay, aber wir haben keine Übersicht, dass wir müssen irgendwie sortieren oder so. Ja, toll, aber nicht genau so. Eher andersherum. Dass die unnützen Gegenstände unten sind und die nützlichen Gegenstände oben. Oder wir machen einfach mal alles, was wir gebrauchen könnten, hier hin. Dann ist es nicht immer im Weg. Dann habe ich auch so ein bisschen im Kopf, was ich denn ja, nicht verkaufen soll, oder? Ja. Könnte besser sein, aber ja. Ich muss einfach schauen, dass ich das Spiel nicht zu sehr kritisiere, dass ich keine Lust mehr habe auf das Spiel. Weil, ja. Ist natürlich schon ein bisschen, also so Sachen, wo in World of Warcraft früher auch so genervt haben. Und so weiter. Was ist das? Tut jemand einfach hier unten, also im Chat und hier schreiben? Ja, ich glaube, ich mache das aus. Das stört mich ein bisschen. Ja, wo haben wir das? Das ist Titel. Wir sind Novizenabenteuer. So. Aber eigentlich möchte ich nochmal auf Einstellungen. Und hier Chat. Wählt der Chat aus. Das nervt ein bisschen. Weil World Chat einfach nur solche Sachen wie zum Beispiel Suche und Verlange und weiß auch nicht, der Geier. Ist natürlich nicht so toll. Die ganze Zeit das zu lesen müssen. Wenn man irgendwie etwas braucht oder verkaufen möchte, dann kann man ja den World Chat anmachen, aber sonst lieber den Chat aus.
Atras. Kriegerstufe 5. Okay. Er ist ein bisschen weiter als wir. Tim, Tim, Tim. Sind wir hier im Fahrstuhl? Fahrstuhlmusik. Ich habe mir so überlegt, ich möchte gerne mal wirklich auch irgendwie etwas verbessern können oder so, oder sogar etwas erstellen. Ein kleines Game, und da kam mir in letzter Zeit so etwas raus, dass ich eventuell ein Game Boy Advance, nein, nicht Game Boy Advance, Game Boy Classic Zelda machen könnte mit einem Editor. Einfach ein Zelda, das ja, so ein bisschen auch an MMORPGs erinnert, aber in interessanter auch natürlich. Ich bin schon Zelda-Fan. Werde ich eventuell machen, auch wenn die Grafik mich ein bisschen stört. Gameboy-Grafik kann ich nicht mehr so gerne, ja, mache ich nicht mehr so gerne. Aber irgendwas erstellen würde ich schon gern endlich mal können. Weil ich bin jetzt langsam so weit, dass ich einen Job, also eine Ausbildung machen kann. Wenn ich ja Krankheitsprobleme habe, konnte ich das eigentlich nicht so viel machen. Und da möchte ich schon eigentlich Game Designer oder so werden, also nach Ausbildungen zum Informatiker und so, dann auch Game Designer sein. Irgendwann mal. Jo, also jetzt ist leider, ja, Zeit ist schon 31, 45. Ich bedanke mich und wir sehen uns, ja, so morgen, übermorgen oder so. Oder während einem Livestream, also auch mal bei twitch.tv/dragobasel vorbeischauen. Und ich werde ungefähr heute Abend ab 4, also heute Nachmittag ab 4 Uhr mal ein bisschen Livestream. Bis dann. Tschüss.